Willkommen zurück beim Terrankonflikt. Wir waren in Gewinnverwahrung, genau, um hier ein paar Missionen abzugreifen. Lassen Sie die Ladi hätten ein profitables. Die Ladi brauchen Folgendes. Wollen Sie von diesem Geschäft profitieren? Noch habe ich kein Nostrop-Öl. Lassen Sie und der Zeitpunkt die von Ihnen geforderten Informationen. Noch mal Nostrop-Öl? Warum hatte ich ihn angeklingt? Warte mal. Ja, ja, hör mal auf zu quatschen. Galaxiekarte. Wo war meine Nostrop-Ölfabrik? Mein Besitz. Stationen. Ich habe eine Nostrop-Ölfabrik. Das weiß ich. Da. Info. Du hast 16.000 Nostrop-Öl. Okay. Der wird 12.000 haben. Für 3 Millionen. In 15 Minuten. Und du willst... Die Ladi brauchen Folgendes. 5.000 haben für 1 Million. Diese Mission ist wirklich alles andere als schwer. Wollen Sie von diesem Geschäft profitieren? 5.000 und 13.000. Ich kann nur einen bedienen. Pass auf, ich hole erstmal das Nostrop-Öl. Trantor, gelandete Schiffe. Du bist ja 4000er. Wo ist denn mein Altkrempel? Ah, wo hatte ich den denn abgeliefert? Heinrichs Nebel? Nein. Gott, wo ist der denn jetzt? Der war in Trantor. Der war in Trantor. Ach, ich habe den, glaube ich, zur Fabrik runtergeschickt. Eingehende Nachricht. Ich habe den, glaube ich, zur Fabrik runtergeschickt. Nein, hier ist aber der Abholer. Wozu hängt das mein Altkrempeltransporter? Sektorhändler. An den Piloten des Schiffes mit der Nummer 36904. Bitte räumen Sie die Landebucht. Schütztor. Ihre Liegedauer wurde überschritten. PSK. Werftversorger. Gott, wo ist der denn jetzt schon wieder? Ihr Mistral Superfrachter, WLS. Oh, die sind alle in Bereitschaft. Da muss ich was gegen tun. Ich muss sie besser auslasten. Abholer. Da ist er doch. Altkrempel Superfrachter. Nummer 72, den habe ich übersehen. Argon Prime. Wo bist du? Da. Was wolltest du hier machen? Siliziumscheiben. Transferiert. Und warum liegt hier Erz rum? Wer bringt denn hier Erz her? Ist das noch übrig? Springe und fliege zur Station. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, geschützt zum Fabrikabholer. Geschützturm, transferiert. Der kriegt das immer noch nicht auf die Reihe. Bloß ich verstehe nicht. Alle meine Zubringer,
Ich habe ja oben Heronsnebel. In Herons... Das ist Antigone. Achtung, Sicherheitsdienst. Ich meine ja auch Antigone. Wir haben einen 8, 4, 9. In Korridor 2. Auf Ebene 1. Sektion 5. Das sind ja hier alles... WLS. Das sind alles interne Warnlogistik. Produktliste der Heimatbasis. Energiezellen. So. Produzenten und Verbraucher. Der verteilt die jetzt an alle. Versorgungsbedingungen. Alles top. 5% und 80%. Sprungantriebsstelle. Ist doch alles fertig. Und wo ist seine Heimatbasis? Ressourcenproduktion. Also es funktioniert ja. Das sind ja alles hier WLS und die versorgen den gesamten Sektor, indem sie hier die Ressourcen von der Ressourcenproduktion an die einzelnen Fabriken verteilen. Also warum? Kommandokonsole, Handel, interne Warnlogistik, Produktliste der Heimatbasis, Geschütztürme. Funktioniert. So, Produzenten und Verbraucher. Produzent bist du selber. Verbraucher bist du. Tranto M2-Versorger. So, Versorgungsbedingungen. Haben wir nur 80% eingestellt und hier jeweils 5%. So. Sprungantriebsstellung. Wir möchten ja, Sie darauf hinweisen, dass im holographischen Kino neue Filme angefangen haben. Ich probiere es. Kommando akzeptiert. Was machst du gerade? Zielgeschütz zum Fabrikheimat des Lichts. Und er springt. Ah, ich gucke mal. So. Dann wollte ich... Richtig. Ich habe ja letzte Folge überlegt, Terraner-Waffen zu bauen. Habe mir gleich in Kommentare geschrieben. Nee, ist nicht. Ja, logisch, war auch nur eine Überlegung. Ich bin aber am Überlegen, ob ich meine eigenen Waffen baue. Also sprich, Ionenkanonen, PIK, Gauss-Geschütze. Und hab da mal ein bisschen rumgerechnet. Und zwar... Hier, wo ich gerade sehe, dass es idiotisch eingestellt ist. So. Genau. Das eine... Mischung aus Gewächsstation und Sonnenblumenölraffinerie. Entweder eine Kristallfabrik versorgen kann, das ist hier Nostropöl, oder 5 Ionenkanonen schmieden. Ich habe ja jetzt diese eine Nostropfabrik, von der ich jetzt gerade hier das Nostropöl abhole. Du kannst doch 4000 tragen. Du bist ein 15.000er Frachter, wa? Ja. Die Stationssicherheit möchte alle Besucher daran erinnern, ihre Wertsachen stets bei sich zu tragen. In 15 Minuten. Wo sind wir denn? Das klappt nicht. Ja gut, vergessen wir es. So. Ja. Der produziert hier zum Beispiel Nostropöl. Und kriegt als Ressourcen Energiezellen angeliefert. So. Das heißt, ich könnte damit eine komplette Kristallfabrik
versorgen. Und zwar eine Kristallfabrik bräuchte ich dann von den Nostrop-Ölwaren Teladi, wa? Wo kriege ich nie zu kaufen? Ah, wir machen einfach eine Einkaufsliste. Kristallfabrik L. Da. Wo kriege ich denn die her? Ach, jetzt muss ich den Sektor auswählen. CEOs Geist. Gut. Das würde bedeuten, ich baue eine Kristallfabrik auf. Das mache ich. Und dann baue ich ein paar Versorgungsfabriken und ich suche mir einen Sektor aus. Was mache ich mit dir? Erstmal wird dein Name geändert. Du verkaufst ja keinen Altkrempel mehr. Achtung, medizinisches Notfallpersonal, bitte umgehen zu Andock Rampe 5. So. Ich mache aus dir mal privater Superfrachter. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Trantor. Jetzt hole ich mal meinen Halt. Trantor. Wolkenbasis wollte ich doch. Oh. Ich hatte doch den Orca wieder nach Hause geschickt, oder? Da ist er. Argon Schiffswerft. Kommando, Kommandokonsole. Navigation. Spring und fliege zu Station. CEOs Geist. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Gut. Da unten bin ich. Traumfabrik M Alpha. Sie sprechen mit dem Rassen CEO Teladi. Wollen Sie von diesem Geschäft profitieren? Nein. Ich springe wahrscheinlich wieder nach Hause. Partikelbeschleuniger, Kanonenschmiede. Die lassen mich natürlich nicht rein. Ah, das sind Partikelbeschleunigerkanonen, nicht PIK. Das sind PBK. Ha. So, wo bin ich denn? Gewinnverwahrung. Warum? Ach ja, weil ich in der Nähe von Mokus Rache von Lu Aufträge gesucht habe. 1, 2, 3. Ich könnte bis ewige Predigt fliegen und einen Hacker finden. Sprungantrieb wird geladen. 10%, so. 20, 30, 40, ja, ich denke, ich werde Gaussgeschütze anfangen zu produzieren 70, und 90, initiiere Photonimpulskanonen. Die Flakartillerie, die produziere ich ja bereits. Erreiche System, ewige Predigt. Ewige Predigt. Kraftwerk M, Alpha. Weit bin ich weg, 37 Kilometer, geht schnell. Ach, da hätte sogar noch einen Bauauftrag. So. 153 Millionen. Wenn ich davon 50 ausgebe und mir ein paar Fabriken baue. Ich habe schon mal angefangen, nach Sektor zu suchen, aber der beste Sektor, was Erz und so weiter angeht, ist bisher grausamer Vorstoß. Und da weiß ich nicht, ob ich da nicht Probleme mit den Yaki kriege, wenn ich dort zu viele Fabriken baue. Ja. Hast du die jetzt eingesammelt? Energiezellen transferiert. So. Genau. Kommando, Kommandokonsole, Navigation, spring und fliege zu Station. Nostrop. Ich werde hier eine Kristallfabrik bauen.
Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikator. Lassen Sie uns über. Das sind die besten Preise. Chipwerk. Ich brauche keine Sternkarten. Sie sprechen mit dem automatisierten. Lassen Sie die Ladi, die von Ihnen geforderten Informationen. Paranoiden Computer wer? Übertragen. Es könnte während der Mission zu problematischen Momenten kommen. Haben Sie daran Interesse? Wie heißt das Ding? Computerwerk? Warum finde ich denn das nicht? Ach so, weil ich bei nach Produkt bin. Da müsste ich ja dann unter Computerkomponenten gucken. Ja doch. Computerkomponenten, Computerwerk. Was hast du gesagt? Paraniden. 1,7 Millionen. Du bietest 7 an. Klingt eigentlich recht gut. In ewige Predigt. Aus 1,7 Millionen 7 machen? Bin ich dabei. Warum Antigone? Kriegst du nicht hier noch Energiezellen? Ach, ist wahrscheinlich nur vorübergehend. Ach hier, Kahuna Fleischblöcke. Ich habe 80.000 Fleischblöcke. Überschuss. Erzähl mir doch nicht, dass du nichts kriegst, Freundchen. Fleischblöcke, Kahunas. Die sollte ich auf mein Super Bergbauschiff laden. Das ist eine Idee. Hör mal. Ich brauche jetzt mal einen Frachter. Wie zum Beispiel den hier. Du dockst mal an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Genau. Meldest dich, wenn du fertig bist. Genau. Und du heißt jetzt erweiterte Optionen, Name ändern. Bergbautransporter Umlader. Und aus dem Bergbauschiff eingehende Nachricht. Machen wir einen Bergbautransporter. So. Privater Superfrachter. Ach so, der ist ja schon voll. Gut. Du wartest hier. Da müsste nämlich als nächstes bauen Sie die Infrastruktur aus. So. Ewige Predigt. Ich kann in der Zeit nach Hause fliegen und
auftanken. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Eingehende Nachricht. Das ist mein Orca hoffentlich. Erreiche System. Trantor. Handel. Och nein! Ach kommt, Leute! Kontrollzentrum, Alpha. Okay. Ich docke mal hier schnell an und sorge mal dafür, dass ich kaufen kann, ja? Dockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, wir sind gelandet und der Orca kann jetzt handeln. Und zwar wolltest du hier eine Kristallfabrik L kaufen. Da. Kristallfabrik gekauft. Danke. Und jetzt fliegst du weiter für den Auftrag. Navigation, springe und fliege zu Station. CEOs. Dritte Erlösung oder Paranit Prime? Nimm Paranoid Prime. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Energiezellen transferiert. Jetzt möchte ich mal gucken, was aus meinem Geschützturmtransporter geworden ist. Das ist der Zubringer. Da hängt der Abholer. Was machst du gerade? Geschützturm transferiert. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Weil es sind ja drüben alles WLS. Ich habe ganze Sektoren mit WLS laufen. Ich gucke mir mal noch einen anderen an. Omikron Lyre. So. Omikron Lyre, meine Fabrik hier. Die Siliziummine. Bekommt aus Tränen des Verlangens. WLS-Bereitschaft. Bekommt der Energiezellen geliefert. Der ist deshalb in Bereitschaft, weil die Station hier mit Energiezellen ausgesorgt hat. Da. Der stellt die mittlerweile selber her. Achso, Erz kriegst du angeliefert. Und was machst du dann hier? Energiezellen und Siliziumscheiben. Ach, du bringst. Ach so, nee, du bringst. Eingehende Nachricht. Du bringst Energie rüber und holst Siliziumscheiben zurück. Dann müsste doch in Tränen des Verlangens. Wo sind das? Du hast Energiezellen und du hast Siliziumscheiben. Du bist voll.
Deshalb ist der nämlich in Bereitschaft. Warum ist hier kein Satellit? Warum ist hier kein Satellit? Wie sieht es bei dir mit Silizium aus? Eingehende Nachricht. Ah, der ist auch voll. Klar. Dann kann der ja nichts liefern. Oh, ich habe hier so einen Überschuss. Ich sollte hier mal ein paar Fabriken aufbauen und Krempel produzieren. Ich schmeiß die Fabrik einfach so hier in die Gegend und sage dann, die soll von den Überschüssen mitbeliefert werden. Was habe ich denn hier? Ich habe hier ein bisschen Nostropöl. Ich habe hier Siliziumscheiben. Was brauche ich denn? Was brauche ich denn? Für ein Gaussgeschütz brauche ich Nostropöl und Erz. Erz habe ich zu viel. Ja, ich baue hier einfach eine Gaussgeschützschmiede hin. Alles klar. Wo bist du jetzt? Handel. Du wolltest kaufen? Computerwerk, wa? Paraniden-Computerwerk. Ja. Handel. Computerwerk. Eins. Computerwerk. Gekauft. Danke. Kannst du gleich eine Gaussgeschütz kaufen? Ach nee, CEO, ach, CEOs Geister, kommen wir gerade her. Okay. Kommando. Kommandokonsole. Navigation. Springe nach. Ewige Predigt. Das ist ein Pirat. Kommando akzeptiert. So. Schließen. Notsignal von Schwarze Sonne. Kampfdrohne Mark II. Feuersturmtorpedo. Transferiert. Erweiterter Satellit. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Abdocken. So. Ich würde gerne nach Ewige Predigt. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Initiiere Sprung. Erreiche System. Ewige Predigt. So, wo war der kleine Buzzard? Pirat, Bussard. Da ist er. Gut, und ich werfe hier gleich mal... Erweiterter Satellit, ausgeworfen. Okay. So, mal schnell die Mission beenden. Alles gut. Eingehende Nachricht. Station sieht gut aus. Danke. Wir haben jetzt 152 Millionen. So, du hast an Bord eine Kristallfabrik. Kommando, Kommandokonsolen, Navigation, springe und... Nein, Quatsch. Springe und fliege zu Position. Erzgürtel. Schließe
Schließe ich die da gleich an? Die schließe ich gleich an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Hol mal so einen, wie heißt der? Bausatz. Weil das Nostropöl benutze ich ja nicht. Verkaufe ich ja nur. Das heißt, ich werde dort einfach Kristalle produzieren. Und entweder verkaufen. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Im Namen des Vorsitzenden CEO, das Teladi-Unternehmen ist für Ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten Sie 1000 Credits. Danke. Gefechtskopffabrik Alpha. Jetzt hätte ich natürlich nach den nach den Missionen gucken können. Na gut. Ich frage die noch schnell ab und dann springe ich rüber und wir bauen die Station auf. Teladi Handelsstation. Ach nee, die können wir ja gar nicht aufbauen. Gefechtskopffabrik Alpha. Teladi hat Teladi Militär Phoenix Teladi. Hallo. Handelsstation. Die können wir ja gar nicht aufbauen, weil er ja noch so ein Verbindungsstück kauft. Sie sprechen mit dem benötigt Sie haben. Wir werden nun die erwünschten Informationen übermitteln. Eventuell werden Sie es ein wenig schwierig finden. Gefechtskopffabrik Alpha. Da brauche ich hier gar nicht fragen. Naja, komm. Ich frage trotzdem mal, was er hat. Vielleicht hat er ein besseres Angebot als 6 Millionen. Sie sprechen mit dem Auto. Jetzt. Wir werden nun die erwünschten Informationen übermitteln. Eingehende Nachricht. Teladi Handelsstation. Sie sprechen mit dem Auto. Sie haben. Wir werden nun die erwünschten Informationen. Traumfabrik Alpha in. Eventuell Traumfabrik Alpha in Gewinnverwahrung. Ein wenig schwierig finden. Kann ich mit leben. So. Gewinnverwahrung. Traumfabrik M Alpha. Da. Südtor. Sprungantrieb wird geladen. Was wollt ihr jetzt von mir? 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. So. Erreiche System. Gewinnverwahrung. Gut. Traumfabrik M Alpha. Sie sprechen mit dem Auto. Lassen Sie uns der Zeitpunkt, die von Ihnen geforderten Passagiertransport werden gerade übertragen. Haben Sie daran Interesse? Mäh, den könnte ich ja gleich mitnehmen. Hightech-Transport. Na gut, den könnt ihr gleich mitnehmen, ja, aber. Ach, egal. Ich docke jetzt hier an. Den Umlader. Warte. Traumfabrik M. So, bitte einladen. Die Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Moment, ich fliege an die Teladi-Handelsstation. Dann. Lassen Sie uns. Derzeit die von Ihnen geforderten Informationen werden gerade übertragen. Haben Sie. Gewinnverwahr? Ja, ewige Predigt. Ist doch richtig. Lassen Sie uns derzeit die von Ihnen Na komm, steig ein.
Erzähl mir doch nicht! Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO, das Teladi-Unternehmen ist über die... Solange sie nicht für mehr Platz... Ja, Quatsch nicht, steig ein! ...sorgen, kann kein Teladi mit ihnen fliegen. Energiezellen verkauft. Bist du drinne? Eingehende Nachricht. Wer sind denn die alle? Ach, 15 Personen! Entschuldigung, ich dachte, du wolltest mitkommen. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Initiere Sprung. Ja, kein Wunder, dass der gemeckert hat. 15 Personen für. System, ewige Predigt. 15 Personen für 900.000. Ja. Ey, Leute. Man hat das letzte Mal so einen schlechten Deal gemacht. Und ich habe noch 4 Minuten Zeit. Tor, Jana muss Teladi Handelsstation. Also, ich docke hier an. Und das mit den Stationen, das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, ja genau, see you later. Andock-Vorgang, Verbindung, eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht.